Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. So, hallo, und da sind wir wieder bei Hellblade. Wir wollten uns den Jungs halt am Tor spielen. Das ist direkt jetzt quasi direkt im Anschluss der letzten Folge. Ich habe nicht großartig auf Pause gedrückt oder ausgemacht oder sonst irgendwas. Kam ich hierher? Ja, hier kam ich her, ne? Ja. Und wen wollen wir uns als erstes stellen? Den Isolationsgott, wollte ich gerade sagen. Hier, Illusionsgott oder dem Feuer? Ich bin ja erstmal für Illusion. From a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Okay, ich habe mich geirrt. Wir machen erst die Flammen. Haha, ich dachte. Ich habe gedacht, das wäre Illusion, die gelbe. Egal, machen wir erst Feuer. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. Badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Okay, ich war nur ein Speicherpunkt, wenn nicht. Und klettern kann man nicht. Guck, dann renne ich mal eine Runde. Ja, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, ist diese Frau geistesgestört. Da wir es aber sind, sind wir geistesgestört. Also sag ich jetzt sofort, wir sind geistesgestört. Oh, ich glaube, da war es aber so. Das ist ein Gesicht. Den gut gemacht, finde ich. Stell mal alle Wasser ab, ich will gucken, ob das Gesicht immer noch da ist. Aussehenstechnisch ist es ja grandios, ne? Richtig gut gestaltet hier. Nur der Körner-Effekt könnte ein bisschen weniger sein bei den Halluzinationen. Ich gehe hier direkt drauf zu, keine großen Umwege machen. Dann soll der Flammengott sich gehackt legen. Oder wir legen ihn gehackt, je nachdem. NY, guck mal, New York. Hüp. Und Zauberer ist er auch. Versperrt uns auf den Weg. Okay, auf nach New York. Und das ist wieder so eine Fokusgeschichte. Nee, ne? Nee. Ah, hallo. Dann alle für Macken hier. Ich glaube, ich muss die ins Licht sein. Oh. Noch mal, nein. Ach, das war doch ein Superblock und konnte auch noch. Ha.
bam, bam. Und kaputt. Und der Schlag. Noch einer? Na, wer will's noch wissen? Ich mach kaputt. So, jetzt muss ich hier wieder fokussieren, ja. N1. Jetzt muss ich hier in NY finden. Da, da sind Ys. Da sind Ys. Dann ist da bestimmt auch irgendwo ein H. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Ach so, ich muss. Okay. Dann muss ich eine andere Perspektive finden wahrscheinlich. Da, 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 da war's. Nicht? Hallo? Das passt wohl genau. Das an was anderes wiederfinden. Okay. Okay, also hier wird es. Hier wird es stärker. Das muss hier irgendwo sein. Aber. Das geht alles von da aus, aber da muss ich ja. Was für eine Perspektive ist denn das? So? Diese hier? Das ist diese Perspektive hier. Dann muss ich dicht. Guck mal, die ist doch. Oh, das verändert. Warum kann man das jetzt. Hä? Warum? Achso, ich muss noch gucken. Ne? Ja, komm, das reicht. Ja, ist offen. Das ist noch einen anderen. Ach, das N. Toll. Okay, das N. Das N, das N. Wo könnte ein N sein? Symbole, leitet mich. Alter. Diese Geschichte, ja, hier ist es. Focus. Ja, komm, das ist es. Path to Helheim is sealed for the living. You already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. When they first came to my land, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I roamed their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of. I know it well. And I'm still here to fight it. Ankämpfen? Wie wär's mit B kämpfen? It's so scary.
Warum habe ich das Gefühl? Ah, natürlich. It's nearly over. Too many. Find a good position. Wie ihr wehrt euch? Ich kann auch kämpfen. Wahnsinn, das finde ich toll. So, den wieder fokussieren. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay. Wieder genau davor stehen oder was? Alter, schießt mich doch nicht so. She'll need to find another way. Truth said. Find your own path. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. He's waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Sept is waiting for you. Find him, the pyre. Kann ich hier jetzt eigentlich auch? The Northmen tell this story. Oh. Before the earth was created. There was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of fire giants. And people from elsewhere can't endure the journey. Okay, ich habe mich entscheidet, das sind doch keine Speicherpunkte. Es sind Erzählungen. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Hier kommt doch gleich schon wieder die Finsternis, oder? Diese blöde Blühe, ja natürlich, guck mal. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how
Now she'll find the way back. She won't. She won't be able to tell. Finden. Was für ein Weg zurück? Das ist gerade durchrennen. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Soot. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Ja. Ich wollte sagen, ich stehe von einem Abgrund. Nein. Das war einfach nur ein Grafikbug. Okay. Noch eine Tür. Ach Leute. Same story as every year. Ja, ja, ich finde da ja schon das Feuer. Da kommt gleich kommt bestimmt wieder die Dunkelheit. Ich ahne das auch schon. Moment. Da ist eine Spur. Ja, da ist wieder ein. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Nicht. Was? Nein, das wird sich umdrehen. Das ist in diese Richtung laufen da. Ich muss doch die Flammen finden. Nein. Oder muss ich erst die finden? The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, and a warrior. To survive, I did things. Bad. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. So, wo ist das R? Oder, das ist ja nicht ein R, das ist ja irgendwie eine andere Rune, ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Hier irgendwo. Okay, was sieht aus wie ein R? In diese Richtung irgendwas?
Was soll denn hier aussehen wie eine R? Muss ich doch bestimmt von da oben oder so gucken, ne? Sonst wäre das sinnlos, so einen Weg da oben hinzubauen. Dann sieht man dann so, ah, da. Ist bestimmt sowas. Och, der Weg von den Flammen. Fass mir dort eine Füße, ey. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist es tatsächlich so, wenn man irgendwie stehen bleibt, dass dann... Nö. Vorhin wirkte das so, dass ich bin stehen geblieben und dann kam die Dunkelheit plötzlich näher. Als ob sie, wenn ich in Ruhestellung bin, irgendwie kriege ich Angriff oder so. So wirkt das eben. Dann ist es nicht so. So, jetzt ist hier. Achso, hier ist er. Wieder, wenn alle da noch drin sind. Ich weiß nicht, haben wir das früher so gemacht, oder? Ich will mir da noch mal Gedanken machen, Mädel, dass du deine Psychos nicht ablegst. Das ist nicht so einfach, ich weiß.
X, ein P und ein Haken P. Okay. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Da oben muss ich doch bestimmt was. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. So, das eine. Jetzt kommen die anderen. Das ist manchmal gar nicht so schwer. Also manchmal schwer. Nicht gar nicht so schwer. Ne? Ich finde es verdammt schwer, teilweise das zu erkennen. Wenn man die Hilfestellung nicht hätte, würde man es teilweise gar nicht erkennen. Nicht da? Weg. Hallo? Das ist doch original. Hat P hier, oder? Ja, jetzt so. Im Doppelten. Mhm. So, und noch den letzten. Das X. Das X markiert die Stelle. Hier irgendwo. Ja, wenn der. In der Tür, ich hab's doch schon gesehen. Oder in. Hallo? Das ist doch wohl original. Das Ding da, oder was? Seite, das ist verkehrt rum. Okay, aber dann kann ich den hier noch mal fokussieren. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt, the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge. Magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Ja, Ragnarok. Run, run, run!
I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Natürlich ist jetzt was verkehrt gelaufen und mitten im Kampf kräht ein Hahn. Nein, Quatsch. Wenn ihr das im Hintergrund gehört habt, tut mir leid. Nein, mitten im Kampf ist leider die Aufnahme abgebrochen und aus einem einfachen Grund. Meine Tastenkombination zum Aufnehmen und Stoppen der Aufnahme ist auch eine Tastenkombination, die man im Kampf braucht. Das kann man sich denken. Ja, tut mir leid, dass ihr den Kampf nicht vollständig sehen konntet und wie ich diesen grandiosen Zwischenboss niedergestreckt habe nach dem zweiten Versuch. Das tut aber nichts zur Sache. Ja, tut mir leid, dass ihr das nicht sehen konntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem einen Daumen da lasst und ein Like da lasst, einen Kommentar da lassen und so weiter. Das wäre alles super, wenn ihr neu seid, ein Abo da lassen. Es folgen ja noch genug Kämpfe, wenn euch das Spiel interessiert, und ich freue mich bis zum nächsten Mal und tschüss.